Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladrim zu einem wieder nächtlichen Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Ich würde es gerne mal am Tage spielen. Vielleicht werde ich es die nächsten Tage mal machen. Ich bin in den Ferien. Das heißt, es könnte funktionieren. Ich nehme mit meiner neuen Kamera auf. Die alte Kamera. Rest in Peace. 17.12.2016. Ja, ich hoffe, es funktioniert. Mit Ton und Bild. Wir werden sehen, also ich mach einfach los. Herzlich willkommen im Kaffee-Bereich des Pokémon Centers. So. Ich werde jetzt mal einen Sonderbonbon bekommen. Und jetzt möchte ich mal ein Granbull Kaffee. Es gibt Kaffee. Es gibt endlich Kaffee. Wie geil ist das? Klar, ich will einen Kaffee. Bisher gab es immer noch Kakao und so ein Tee und so ein Bullshit. Jetzt endlich mal richtiger Kaffee. Und werde ich das mal genießen. Danke fürs Warten. Ein Granbull-Kaffee, ganz nach Bestellung. Das weckt Körper und Geist. Transportmittel sind schon etwas Praktisches. Sie bringen uns schneller ans Ziel, als wenn wir zu Fuß unterwegs wären. Praktisch heißt in diesem Fall also, dass wir dank ihnen weniger Zeit verlieren. Und hier hast du eine kostbare Dreingabe zu deinem Getränk. Die gibt's nur einmal pro Tag. Dieses Konfekt ist zuckrig, süß und Schokolade. Was will man mehr? Und da heißt das Item Herzkonfekt. Lecker Kaffee. Du hast einige Pokémon erhalten. Pokémon sind eine Spezialität aus Alola. Pokémon sind ganz verrückt nach ihnen. Na dann, fütterst du deine Pokémon bei einer Pokepause mit Pokémon, werden sie zutraulicher. Bitte beehre uns bald wieder. So, ich guck mal kurz nach meinen Items. Ob ich noch ein paar Tränke benötige? Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht, aber ich könnte trotzdem mal gucken, was hier Sache ist. Oh, werter Kunde, dieses glänzende Zertkristall. Du hast offenbar Ilimas Prüfung bestanden. Ja, schon lange her, aber gut. Herzlichen Glückwunsch. Das Warensortiment hat sich verweitert. Gut, dann kaufen wir mal was. Ja, ein Supertrank zum Beispiel. Da bräuchte ich gerne ein paar. Hätte ich gerne ein paar. Kaufen wir gleich mal 9. Um nicht 10 zu kaufen. Na komm, mach mal. Dann machen wir ein paar mehr draus. Geld haben wir ja. Mach mal 20 draus. Ja, passt. Holen wir uns noch einen Superball dazu. Und zwar ganze 10 hier vielleicht. Das reicht dann aus. Du hast 23 Superbälle, okay, ja. Und dann noch einen dazu, dann habe ich 20. Passt, habe ich. Habe alles, was ich brauche. Raus geht's. Ja, und da geht's weiter hier durch den Wilden Westen. Schau mich hier mal im Wilden Westen mal ein bisschen um. Betrete die Buden hier. Marr! Okay. Sieht gar nicht mehr so westernmäßig aus. Magma brät alles, was man ihm vorsetzt. Auf den Punkt genau.
Dadurch ersetzt es zwar jeden Herz, aber wer sein Fleisch gerne etwas rosa mag, schaut da wohl in die Röhre. Magma! Ja, ich lasse mein Steak auch gern von Magmars brutzeln. So, Wilder Westen ruft. Ja, was ein Balkon? Ne, ein weiteres Zimmer. Ich irre hier durchs Haus. Mann, ist das Haus groß. Sehr gelehrt, eine Villa. Mag! Flottball. Danke. Danke sehr. Lauter Magma aus hier. Ist das drollig. Ja, Magma. Wie ist das? Wie groß ist das Haus hier? Wow. Ist eine Villa hier. Kaktus mit Hut. Schaut euch das an. So, was ist mit dir los? Tauros ist so geschickt, dass es mir manchmal sogar mit einem gezielten Tritt Items zuwirft, die auf dem Boden herumliegen. Oh, das können wir auch gleich benutzen. Wir haben ja hier einen Tauros. Reiten wir gleich weiter auf der Strecke hier. Na, wer bist denn du hier? Alle, die hier auf der Farm arbeiten, sind verrückt nach Pokémon-Kämpfen. Gut. Sie ist scheinbar auch verrückt nach Pokémon-Kämpfen. Oh, hier muss sie absteigen. Werde ich zum Absteigen gezwungen. Oh, ein Trainer auf Inselwanderschaft. Du kommst wie gerufen. Komm mal mit. Es ist gerade ein Captain hier. Oh, es geht direkt los zur Captain-Herausforderung. Das hatte ich nicht erwartet. Aber gut. Da ist sie. Die Captain. Mahu. Wie geht's? Wie steht's? Kumu-Milch von der Ohana Farm ist wirklich das Beste. So cremig und erfrischend. Und heißt die helle Sonne, die man daraus machen kann, unbeschreiblich gut. Ach, Soße, nicht Sonne. Habe ich mich mal wieder verlesen. Da wir uns hier über den Weg gelaufen sind, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Bismarck kann nun per Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Mit dem Bismarck-Defektor kannst du Items ausspüren, die unter der Erde vergraben sind. Dieses Slogan von Pokémobil sagt alles aus. Hältst du den B-Knopf gedrückt, wirst du mit Items beglückt. Spring auf und probier es selbst aus. Hier in der Gegend liegt einiges vergraben. Am Plätscherhügel hinten auf Route 5 findest du meine guten Freundin Tracy. Bitte grüße sie von mir. Okay, war noch nicht die Captain-Herausforderung. Okay. Mia! Und die sagt jetzt Dank, oder? Mia, Mia! Nee, sagt sie nicht. Oh, Tauros. Lauter Tauros hier. Eine Tauros-Farm. Tauros. Eine Tauros- und Miltank-Farm. Das Tauros, da erst du besser nicht. Von dem fängst du dir sonst ganz schnell einen Tritt ein. Tauros sind ja ohnehin schon extrem temperamentvolle Pokémon. Aber dieses extra Exemplar hier ist ganz besonders ungestüm. Andererseits ist das auch kein Wunder, denn es ist sonst noch ganz neu hier auf der Farm. Eigentlich würde ich es gerne über Pokémobil nutzen, aber ich kann es ja schlecht abrichten, wenn es bei jeder Kleinigkeit so ausflippt. Ich schätze, das ist ein Fall für die Herren des Hauses. Oder besser gesagt, die Herren der Farm. Die hat ein Händchen für sowas. Die Herren der Farm? Okay, wer genau ist das? Ich rede von der Herren der Ohana Farm hier. Die kriegt jedes noch so störrische Taurus hin.
in den Griff. Aber du hast natürlich schon recht. Es wird Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Wir brauchen jetzt die Herren der Farm. Die wird das schon für uns richten, denke ich. Was labern die hier die ganze Zeit? Da haben wir sie ja schon. Die Herren der Farm. Mittag. Mittag. Was? Die Kuh? Die Kuh ist die Herren der Farm. Da läuft aber irgendwie ein bisschen was falsch, würde ich mal sagen. Wenn die Kuh die Herrin der Farm ist. Wenn Miltank hier sich erstmal Gehör verschafft, dann kuscht jedes noch so widerspenstige Taurus ganz schnell und ist auf einmal handzahm wie ein Voltilam. Mir, Miltank! Na dann, mach mal Kuh. Miltank! Miltank! Mir! Gut, dieser Dialog war ein bisschen, ja, gut. Wollen wir nicht drüber reden. Da hört ihr's. Mit so einem störrischen Taurus ist überhaupt nichts zu spaßen. Sieht so aus, als bekäme da selbst die Herren der Farm so ihre Probleme. Und wenn man es dazu kriegen könnte, erstmal ein wenig überschüssige Energie zu verbrauchen. Hey, was sagst du dazu? Würdest du mal eben einen Kampf gegen das Taurus bestreiten? Später vielleicht, Leute. Ich wollte mich hier eigentlich nicht reinreiten. Was ist denn das hier für eine Zwischensequenz? Hallo? Ich wollte mal weiter im Text. Na gut, wäre halt wirklich eine große Hilfe, wenn du das übernehmen könntest. Aber gut, wenn du anderes zu tun hast, dann halt später. Nee, komm, gerade nicht. Tau. Wenn ich dich jetzt anspreche, kommt dann auch noch so ein Dialog. Ne, scheinbar nicht. Trompek weckt mich jeden Morgen zur selben Uhrzeit. Aber nicht etwa, weil seine innere Uhr besonders präzise wäre. Es orientiert sich am Wecker der Nachbarn. Würde der nicht klingeln, verschliefe es selbst. Okay, ja. Hier ist das die Herrin der Farm, oder? Miau. Herren der Farm, nee, das ist die Herren der Farm. Nee, das hier. Alter. Eine Kuh, den Betrieb führt, dann muss man sich mal irgendwie Gedanken machen. Wenn man es dazu kriegen könnte und so weiter und so fort. Na komm, mach ich. Ich besieg das Taurus. Komm, mach dir mal eben. Was? Sein Taurus? Ich wollte jetzt kein Taurus. Ist wohl das Taurus, was da gerade stand. Ach, Level 15. Kriegen wir hin. Ich muss mal meinen anderen Team-Pokémon trainieren, aber gut. Ich mach mal schnell die Zeta-Attacke. Dann sieht das sogar noch ein bisschen episch aus. Erste Z-Attacke in der neuen Kamera. John hüllt sich in Z-Kraft. John nimmt all seine Attacken zusammen und Z-Kraft ein. Hyper, Sprint, Angriff. Bams. Rums. Was? Das war's noch nicht. Da bin ich aber sehr überrascht. Dann muss ich gleich nochmal einen Feuerzahn einsetzen. Und zwar so. Zack. Was hat das für eine Stärke? Ja komm, wirst du fertig. Nochmal Schlecker. Schleck dich nochmal ab. Dann ist aber auch gut. Gut. Keine Wirkung. Ameisen hier. Ameisen auf der Farm. Zack, jetzt aber. Komm. So, danke. Das hätten wir gekriegt. Ah, das tat gut. 600 Pokédollar. Was, nur 600 Pokédollar? Willst du mich verarschen? Da bist du ganz schön ins Schwitzen gekommen. Was? Ne, ich bin nicht wirklich... komm.
Gegen das Tauros, gegen... Und das Tauros schaut auch ein wenig umgänglicher rein. Tauros! Tauros! Auch ich liebe diese Dialoge zwischen Tauros und Miltank. Wahnsinns-Dialoge. Der geballte Ladung von dir und Miltank hat das Tauros dann doch nichts mehr entgegenzusetzen. Danke dir. Du bist und bleibst die Herren der Farm, Miltank. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Miltank! Ja, okay, klar. Ich habe gerade die Sachen in die Hand genommen und Miltank konnte es nicht. Ich hab's gekonnt. Egal, komm. Lassen wir dem Bauern in seinen Glauben. Lassen wir die Kirche im Dorf. Dank dir kann ich jetzt endlich durchstarten mit der Pokémobil-Ausbildung für das Tauros. Hier ist ein kleines Dankeschön für dich. Du erhältst das Item Scope-Linse. Scope-Linse wurde in der In-Scope-Tasche verstaut. Oh, shit. Hat er jetzt nicht gebracht. Da war wieder ein... Dachchen. Hm, klingt ganz schön. Was für eine Nacht. Und damit ist das Licht besser. Das mache ich nachher. Nee, ich nehme gerade auf. Machst du nach jetzt? Ja, mach ich jetzt. Des Filmes nicht. Ich nehme gerade. Aber nicht mitten in der Nacht. Ja, gut. Mach ich jetzt. Gut, weiter geht's. Endlich sind wir hier raus. Gleich auf dem. Ein wildes Pokémon treffen. Ein Pampuli. So nennt sich dieser Esel hier, den wir vom letzten Part gesehen haben. Nee, ich will eigentlich gar kein Esel. Was willst du von mir? So, ab durchs hohe Heu. Wie komme ich jetzt? Ah, da lang geht's. Erstmal noch einem Esel begegnen. Ja, dann sagte ich doch, ein Pampuli. Nee, kein Bedarf. Nee, nicht wirklich. Sag mal, was... Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich habe mich hier irgendwie verirrt. Ein Yorkliff. Oh Gottchen, ist das süß. Ich fange schon an, wie meine Oma zu reden. Oh Gottchen. Das hat meine Oma mal gesagt. Oh Gottchen. Bei der Süßheit dieses Yorkliffs. Kann man da aber auch schon mal in kitschige Sprache verfallen. Ja, jetzt ist aber auch mal gut mit den Yorkliffs und Eselchen. Ein Zygarde-Würfel. Gibt's jetzt wieder einen Anruf? So, ich nehme mal hier das Bisbark. Das wollte ich nämlich auch noch testen. Wow. Wuff. Oh, gleich mal ein Pokémon-Kampf. Gegen den Farmer hier. Pokémon-Züchter Laurent. Ach, ist gar kein Farmer. Sorry. Verwechsle gerne mal Pokémon-Züchter mit Farmern. So. Das kriegen wir auch noch hin. Feuerzahn. So. Oh, sachte. Was wird's denn da? Muss man vielleicht mal nach einem Supertrank Ausschau halten. Hui, wieder aufgeladen. Dampfwalze. Was ist denn das für eine starke Attacke? Ich glaube, ich muss mir auch so einen Esel zulegen. Wenn eine Dampfwalze kann. So, nochmal Feuerzahn. Hat sich das aber auch.
Ja. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Laurent wurde besiegt. 600 Pokédollar. Ist das hier ein Dorfte oder was? Man hier nur 600 Pokédollar kriegt. Muss doch irgendwie jetzt weitergehen. Irgendwo jetzt hier ein Seitenweg. Jetzt bin ich hier wieder in Ohana. Hier ist überall Zaun. Vielleicht komme ich ja weiter, wenn ich hier mal außen rum gehe. Also, ne, hier ist versperrt. Finde einen Weg weiter. Och, süß. Wild auf dem Hund. Er wild auf dem Boden. So, sag mir, wo ich lang komme. Ich reite hier auf meinem Riesenhund. Jo, das scheint hier schon die richtige Strecke zu sein. Es wimmelt auch hier von Hund und Esel Pokémon. Hund und Esel. Die wilden Pokémon hier. Soll ich mich jetzt entscheiden zwischen Hund und Esel oder was? Und das war gegen John und dann hat was hier gefunden. Ja gut, jetzt sind wir hier weitergekommen. Wo muss ich lang? Hier runter oder da hoch? Hopp. Ich gehe mal lieber da hoch. Oh. Gleich eine Herausforderung. Sei gegrüßt, Junge auf Inselmannschaft. Sieh dir mein Kind an. Dein Kind ist ein Pokémon. Na, dann bin ich aber überrascht. Hol das Popcorn. Was ist denn... Was... Zobiris ist sein... Ist seine Mutter dann... Ist seine Frau dann... Ne, da denken wir mal nicht drüber nach. So. Schaffen wir. Level 11 gegen Level 15. Ich bin optimistisch. Auf jeden Fall. Keine Frage. Keine Wirkung auf zu... Okay, ich denke, es hat gute Chancen. Okay, ja. Goldene Zeiten. Das okay, ja. Die Attacke ist jetzt nicht so doll. Amnesie. Ich habe die Attacken noch gar nicht getestet. Was denn? Hat das gar keine effektive Attacke? Ist die letzte von vier Attacken. Metronom. Ja, was soll ich denn mit diesem Pokémon? Gar keine effektive Attacke. Boah, komm, dann wechsle ich halt mal kurz zu John rüber. Wie soll denn das funktionieren, wenn alle vier Attacken hier nicht funktionieren? Wie soll ich denn mit so einem Pokémon kämpfen, Mann? Und was sollte das denn jetzt? Hast du hier meinen John gehauen? Alter, jetzt gibt's hier aufs Maul. Mein Starter-Pokémon zu hauen. Ja, recht so. Irgendwie gestorben. Lilly erreicht Level 12. Ja, eine neue Attacke. Flecker. Okay, da können wir mal zum Beispiel Metronom vergessen. Ja, die Attacke fand ich jetzt nicht so toll. So, Flecker Allianz. Kann sich zumindest schon mal verteidigen. So. Wieder ein bisschen Geld bekommen und siegreich aus dem Kampf hervorgegangen. Weiter geht's. Nächste Route. Oh. Doppelherausforderung und da sehe ich gleich schon Tadi. Ich werde nicht verlieren. Ich muss nur fest genug daran glauben. Okay.
schaffen auch noch. Zwei Pokémon. Doppelkampf. Sieht aus nach einem Doppelkampf. Und Doppelkampf. Erster Doppelkampf. Oder nicht? Los, Lily und John. Erster Partnerkampf. Das finde ich riesig. So, Fluffeluff und John auf Zedkraft auf Vonaira. So, auf geht's. Ich hab die Hände weg. Ach, wie sehe ich denn aus? Stimmt, ich reiß ja noch auf dem Bissbark. So. Ich hab die Hände nicht am Display. Weil hier schießt jetzt alles von selbst. Muss ich nur einmal sagen, wer was tun soll. Sprintangriff. Hyper. Hyper Sprintangriff. Zack. Na, das war ein Volltreffer. Nummer 1 besiegt. Und ich fürchte, Lily muss sie ein bisschen dabei unterstützen. Die wird mit Schlecker jetzt nicht den komplett weghauen. Oh, John erreicht Level 21. Und Lily Level 13. Na, ich muss schon ein bisschen drücken, um die Text wegzuscannen. Oh, Schlecker hat gar nicht geklappt. Hm. Ich versuch's mal mit Feuerzahn auf Fluffeluff. Und dann nochmal Schlecker. Och, kommt gar nicht, kommt gar nicht. Lily kommt erst gar nicht in den Zug. Erledigt John alles. Stolz. Ich bin stolz auf dich, John. Gut. Besiegt. Das hätten wir geklärt. So, ich würde mal sagen, im nächsten Part geht's weiter. Hier auf der Route, da ist Tali.